Liebe Leute, ja, ich bin's mal wieder. Mal ein kleines Video nebenbei. Ja, ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Es war Bombenwetter. Wie gesagt, Sonnenschein ohne Ende, blauer Himmel. Da muss man den Tag ausnutzen. Ne? Kannst ja hier nicht einen ganzen Tag in der Bude hängen. Schon gar nicht auf dem Dachboden, wenn da so gutes Wetter draußen ist. Und ich habe ein bisschen Trainspotting gemacht, keine Sorge. Ich werde da auch noch ein Video von zeigen. So, ja, von zwei verschiedenen Orten. Ja, das wird auch noch interessant. Ja, wie gesagt, ich war unterwegs. Ich war auch noch mal bei Müller drin, auch noch mal. Und ja, bisschen was gekauft und dies und jenes. So, mal wieder Licht anmachen hier. Wunderbar, können wir hier wunderbar. Dafür ist der Strahler echt geil. So, mal gucken. Ja, wir haben einmal noch mal eine upsala, gelbe Telefonzelle gekauft vom Faller. Und das ist die Nummer 1809 55 Telefonzelle Bundespost. Zum selber zusammenbauen. Ich habe ja schon mal so eine Telefonzelle selber zusammengebaut. Für mich kein Thema. Geht ruckzuck. Und dann haben wir noch mal Fahrräder gekauft in Rot und Gelb und Blau. Und zwar, das ist die Numero. Ja, machen wir scharf hier. Das ist die Numero 180901. Acht Fahrräder drin. Ja, die bemale ich noch selber. Die reichen werden dann schwarz nachher und so. Ja, dann haben wir noch mal einen Katalog gefunden hier Neuheiten vom Faller. Ich hole mir immer ganz gerne so welche kleinen Prospekt, was heißt Katalog, aber Prospekt hier, wo schöne neue Sachen drin sind. Ein Faller Klassiker und was weiß ich alles hier. Was ist da? Adventskalender Figuren. Das ist auch neu hier mit vom Faller her. Ist auch interessant. Boah, aber 37,99 Leute. Ist das nicht ein bisschen übertrieben für ein bisschen Adventskalender, den man nur einen Monat lang hat? Na, ich finde das ein bisschen albern. Ich finde das ein bisschen heftig von den Preisen. Da kaufe ich mir lieber ein paar Figuren und dann bin ich damit durch, weißt du? So, dann haben wir hier neue Industrie-Asphaltmischanlage. Oh, Wahnsinn, riesengroße. Wo man immer sowas hinbauen soll. Ja gut, wer Platz hat. Also hätte ich genug Platz hier noch irgendwie, würde ich vielleicht sowas auch noch hinbauen. Ne? Aber hier kommen na, Dampflokschuppen. Ne? Da hinten kommen auch noch. Also so viel Platz habe ich hier gar nicht. Gut, man könnte hätte noch sowas hier in der Mitte hinbauen können. Aber da habe ich schon ein Industriegebiet. Und hier habe ich noch ein paar Häuser. Das reicht. Ja, und hier kommt die große Stadt hier hin. Was soll man da? Noch mehr Industrie. Gut, da hinten kommt noch Industrie und Gewerbe. Hinter dem Elektrolokschuppen später. Aber das reicht dann auch. Man muss nicht übertreiben. Ne? Also in dem Sinne. Aber wer das liebt und gerne mag, auch hier diese S-Bahn-Station, das blendet hier sogar. So blendet das nicht, ne? Oder hier diese Trafohäuschen, auch noch interessant hier. Schalthaus, Trafohäuschen mit Flachdach. Aha. Ja, also da sind interessante Sachen drin hier vom hier das Autokino finde ich genial, ne? So ein Autokino würde mich hier irgendwo nochmal reinziehen. Aber da braucht man auch einen gewissen Platz für, ne? Kannst ja auch nicht irgendwo in eine Ecke reinquetschen hier. Das sieht dann unmöglich aus, finde ich persönlich. Ja, also wieder jede Menge hier Sachen drin. Was einen auch interessieren würde hier. Ladestation für Elektroautos zum Beispiel. Wer eine Epochenanlage baut, hier zum Beispiel Epoche 5 oder 6, das ist doch interessant für denjenigen. Zum Beispiel hier für Dustin 97.
Der baut ja hier so Epochen, so 5 und 6, 6 und 7 so teilweise. Da, so eine moderne Anlage, passt das wieder ganz gut hin, ne? Ja, also Spielplatz, das ist auch nochmal interessant für mich zum Beispiel. Bin am Überlegen, hier spielen ja viele Schulgebäude auch noch ein paar Spielgeräte zu kaufen. Für die Kinder. Ja, hier, Minigolfplatz gibt das wieder hier. Das ist alles für nächstes Jahr, ne, oder? Ich sehe das immer so, dass es für nächstes Jahr ist, ja. Mai oder, naja, gut, das für ein ganzes Jahr, ne? Bahnhof Gera. Scheiße. Jetzt hat er wieder hier so einen Tick hier. Ach, nö. Mach mal scharf hier. Ja, genau. So. Ja, jede Menge Gebäude. Also das ist schon mal interessant hier. Den Autoscooter, den gibt es auch jetzt wieder. Den ich ja hier schon habe. Den gab es ja früher schon. Jetzt haben sie den wieder neu aufgelegt vom Faller hier. Bei Toilettenhäuschen sogar mit Absperrzäune hier. Ja, gut, Kolossus. Ja. Aber auch Riesenteil. Wo willst du denn das da einstellen noch, ne? Also sehe ich hier die Hälfte noch alles abreißen und hier noch hinter Kirmes bauen. Könnte man natürlich machen, ne? Habe ich auch schon überlegt. Bahnhof hier hinbauen, dahinter noch eine Stadt hinbauen. Aber was will man da jetzt noch? Kannst ja den schönen Lokschuppen und sowas. Das ist dann auch wieder ärgerlich, wenn du das alles wegreißt. Also, ja. Würde mir auch nicht wieder nicht so gefallen, finde ich so. Na, und ich habe hier extra hier eine Straße längs, die dann da über die, ja, über die Gleise geht und dann zur Stadt später. Das reicht. Klar könnte man da hier auch eine Stadt hinbauen, aber was will man noch mehr Stadt und noch mehr Stadt? Dann, ich meine, Häuser schön und gut in dem Sinne, ja, auch Gebäude sind toll, auch hier Kirmes, wunderbar. Freue mich tierisch drüber, dass ich sowas hier hinstellen kann. Aber wenn man zu viel, man will ja eigentlich Modelleisenbahn haben oder Modelleisenbahn fahren oder wie auch immer. Und dann kann man ja gleich alles runterreißen, wenn man nur einen Kreis jetzt oder hier so ein U fahren will und das andere alles weg hier. Ja. Aber das ist jedem selber überlassen. Also meins bleibt so mit den Abstellplätzen. Ich brauche ja auch Abstellplätze hier. Ne? Also habe ich immer gebraucht. Gerade die ganzen Waggons, die immer ständig alle in Kartons rein und aus und rein und aus. Habe ich auch keine Meinung drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Also ja, hier sind noch Tiere und Figuren und Arkaden-Set hier, das ist auch geil, ja, so ein Set. Ach, das ist ein Spur N sogar, guck mal an. Spur N, ja, ein Spur N kann man viel machen. Stellt euch mal vor, diese riesengroße Plattenanlage und auch da hinten, was man alles in Spur hier N machen könnte, habe ich auch schon immer überlegt, ne? Ist schon Wahnsinn. Aber nee, liebe Leute, ich bleib bei H0, keine Sorge. N ist mir doch ein bisschen zu klein. Von der Größe her, aber von der Sache her, können wir richtig massenweise hier aufbauen. Wenn das ein Spur N wäre, könnte ich, oh, Mann, könnte ich jeden kleine Ecke ausnutzen. Aber will man das? Muss man das? Ich sag mal, ich bin mit H0 aufgewachsen und ich bleibe auch bei H0. Also da muss schon was Schlimmes passieren, dass ich irgendwie sage, Mensch, jetzt, geht es nicht anders oder kann ich nicht anders? Ich muss in eine kleine Wohnung einziehen. Oh, und dann doch in Spur N alles bauen. Aber da muss schon viel passieren. Also, und sogar in H0 kann man kleine ja, Modulbahnanlage aufbauen in der Wohnung oder sowas. Das ist auch kein Problem, ne? Also mal so nur als Beispiel. So, ne? Machen ja tausend andere Leute auch. Ja, so, Stadthäuser der 50er Jahre, das ist auch interessant. Ach, das ist in Spur N. Aber das, wenn sowas in H0 noch in, naja, Stadtkirche.
Ja, hier sind auch viele Sachen für N drin. Liebe Leute, ich habe ja auch viele N-Bahner und Zuschauer auf meinem Kanal. Das ist auch sehr interessant, ne, für euch hier. Also ja, kauft euch mal, oder ne, kaufen nicht, der ist ja umsonst, der Katalog. Der ist ja überall immer umsonst zu finden hier. Schönes Bauernhaus in N. Oder hier, der neue Zeppelin hier. In Spur N. Luftschiff Trumpf. Das hat ja auch was, ne? Das denke ich. Schade, dass sowas in H0 nicht gibt. Aber stellt euch mal vor, hier diesen Zeppelin in H0. Der muss ja wesentlich noch größer sein wie dieser Heißluftballon. Kann sie gar nicht hier anhängen. Unmöglich. Da habe ich da hinten im Hintergrund einen hingeklebt, ne? Das reicht mir auch. Die Apotheke, die habe ich sogar in H0 hier. Das Haus, ups, das blendet wieder. Das Haus habe ich ungefähr, sieht so ähnlich aus. Habe ich in H0. Kommt hier später auch an der Stadt hin. Und dann haben wir hier, oh, Tiere und Figuren, Paketdienstleister. Alles im Spur N hier. Witzig. Ja, das sind doch tolle Sachen hier, ne? Oh, Falakasis-Ding. Das ist wieder was für mich. 150 Euro. Ein Bus, ein Schneeweiß für 130 Euro. Das geht eigentlich noch, ne? Wenn man es mal so überlegt. Da ist ja wieder so ein Starterpaket mit allem drum dran da drin. Ja, was kosten die Dinger? Boah. Ja, guckt euch mal die Preise an. Achso, das sind ja für Digitalbereiche mit den. Muss ich nicht haben, unbedingt. Mir reichen auch die normalen, ganz ehrlich. Ich finde es zwar schön, dass sie blinken können und um die Kurve fahren können und bremsen können und Warnblinker anmachen und was weiß ich. Aber ich finde es auch ein bisschen, naja, heftig, die Preise, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja gut, da steckt Technik natürlich drin, das ist klar. Aber trotzdem. Dann gehen hier die normalen LKWs aber noch deutlich besser hier, ne? Der Bus hier, na gut, 160 Euro ist auch ein stolzer Preis. 150 Euro für den normalen LKW. 160 für den neuen Mercedes-LKW. Aber das ist interessant hier. Das würde ich mir mal holen. Hier sind nämlich blinkende, hier fünf selbst blinkende LEDs drin. Einmal weiß blinkend, einmal Farbwechsel blinkend, also dass sie diese kleine LED blinkend ihre Farbe wechselt. Das wäre nochmal ein geiles Ding hier für meine Quatsch, DDR-Ecke, Quatsch, hier für meine Diskothek, die ich eigentlich hier hinbauen will. Ja, und was noch genial wäre, vielleicht eine gelb blinkende LED wäre auch noch mal gut. Könnte man ja gelb oder ist es orange? Hm. 30 Stecker für Teilerplatte. Was ich interessant finde, noch mal dieses K-System Umbauchassis. Also, du hast nur den Chassis hier. Mit den, ja, mit den Akkus da. Und dann kannst du jederzeit jetzt hier so vom Mercedes-Bus und einen anderen Mercedes-Bus da diese Haube oben, also oben das Gestell da, na, wo der Fahrer und sowas drin sitzt, da oben raufstecken. Das finde ich genial. Für 100 Euro. Das überlege ich mir nochmal. Also das ist nochmal so eine Sache. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Modellwasserblau. Ja, wäre auch nochmal interessant. Wassereffekt. Wusste ich gar nicht, dass Falle auch sowas hat. Dachte immer noch, hätte nur sowas. Aha. Was auch nochmal interessant ist, dieser Detailpinsel mit Wechselspitze. Das finde ich auch nochmal interessant. Oh, 13,99 Euro. Mal gucken, irgendwo im Bastelladen, ob man sowas nicht irgendwo, oder bei na, anderen Herstellern. Na. So, naja, und dann haben wir hier Eisenbahnmagazin gekauft und zwar wegen der Tiger-Trommel, die da drin ist. Oh, ich habe das gesehen und dann
Ist hier auch noch alles drin, eine Tigertrommel. Ich kann das mal ja so durchblättern hier. So Eisenbahn hier und hier der neue Kranwagen von Rocco. Finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Tolles Modell. Sehr schön. Ja. Und so weiter und so fort. Hier die Tigertrommel drin. Das ist eine polnische hier. Diese Lok hier. Mit den großen Lampen. Ich muss mal vorsichtig, ich muss mal wackeln. Andere Hand nehmen. Ja, und so weiter und so fort. Alles mögliche drin hier, wie die Motoren drin aussehen von der Tigertrommel. Darum habe ich das mir mal mitgenommen, die Zeitschrift hier. Ich finde immer sowas sehr interessant. Auch die Maße hier, wie die aussieht hier, die Maßen von der Optik her aussieht. Ja, musste ich mal mitnehmen. Und ein Zusatzheft hier, Praxisratgeber für den Bau attraktive Dioramen. Und da habe ich mir mal, vielleicht baue ich ja noch mal ein paar schöne Dioramen, ne? Mal gucken, ein paar kleine Dinger, was mir so gefällt. Ja, packe ich da mal wieder rein. Das gehört ja da rein in die Zeitschrift sozusagen. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen neuen Katalog nochmal für 4 Euro, habe ich gedacht, den nehmen wir mal mit. Hauptkatalog Pico. Oh, die haben da schöne Loks dran. Also das würde mich ja nochmal alles reizen. Ne? Vor allem DDR-Loks. So. Aber da gucke ich jetzt hier nicht rein. Also da zeige ich euch nicht jede einzelne Lok. Und was ich nochmal geholt habe, hier nochmal eine Zeitschrift. MIPA. MIPA. So gut ist die neue P8. Und hier welcher für was neue Grasmaß im Vergleich. Finde ich auch sehr gut. Ist auch mal interessant, sowas zu lesen. Ja, schöne Dampflok. Finde ich toll, klasse. Na, so. Ja. Da sind auch sehr interessante Sachen drin und Themen drin. Ich gucke gerne in solchen Zeitschriften rein und lese mir auch einiges durch. Das mache ich auch noch nebenbei, ne? Wenn ich dann Zeit und Ruhe habe am Wochenende. Wenn ich dann nichts mal an der Modellbahn mache. Naja, muss auch mal sein. Man kann ja nicht nur immer bauen und basteln an der Anlage, obwohl das Spaß macht hier. Keine Frage, aber es muss auch mal gewisse Zeit, Ruhezeit sein, ne? Um mal wieder Gedanken oder neue Ideen zu tanken. Was man denn als nächstes baut. So, ich hoffe mal, dass diese Fallerstraße hier irgendwie mal trocken ist. Scheint trocken zu sein. Könnte man gleich mal überschleifen. Jo. An gewissen Stellen. Na, sieht ja schon ganz gut aus. Sag ich mal jetzt mal so. Ja, ein Stück haben wir ja schon mal gespachtelt. So ist das ja nicht. Da hinten müssen wir noch spachteln. Ups, Entschuldigung. Da hinten müssen wir noch mal spachteln. Und dann haben die Kurve rum. Aber heute, ob ich das heute noch mache, weiß ich nicht. Gleich schon wieder 19 Uhr. Pff. Ja, wie gesagt, ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Muss ja auch mal sein, wenn schon so gutes Wetter ist, ne? Gibt noch schlechte Tage und schlechtes Wetter noch genug. Danke. Kann man noch lange genug in der Bude rumhängen und gammeln. So, und Trainspotting haben wir auch ein bisschen gemacht. Wie gesagt, heute war so perfektes Wetter, blauer Himmel und sowas. Muss man das Wetter ausnutzen? Ja, hier sind auch sehr interessante Sachen drin von der Dampflok. Der P8 mit Geschichte. Wie sie innen drin aussieht mit Sound und was weiß ich. Grasmaster, das ist auch nochmal interessant, das lese mir auf jeden Fall auch nochmal durch. Ja. Finde ich immer sowas finde ich immer interessant. Ja, und die Schablonen, also ich muss sagen, ich bin von den Grasmaster-Schablonen sehr begeistert und zufrieden. Vor allem kann man die auch leicht wieder sauber machen und abwischen. Ja. Da bin ich froh, dass ich die gekauft habe. Also muss ich echt sagen.
Und ich werde bestimmt auch noch ein paar Gräser werde ich auch noch mal kaufen. 12 mm oder 6 mm. 6 mm ist ja auch jetzt. Oder 9 mm gibt es auch noch, ne? Ja. Hier kann man 9 mm. Ist auch ein sehr interessant. Also muss ich mal sagen. Lese ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe durch, was man hier so machen kann, tun kann. Mit Gräsern und ja. Sehr schön. Ja, hier ist dann auch noch vieles drin. Hier Anlage und was weiß ich. Hier, die ist schöne. Die ist auch schön, die Lok, ne? Muss ich auch sagen, das ist auch eine Top-Lok. Würde mir auch richtig gut gefallen. Oder die am besten hier. Entweder die in grün oder sowas, ne? Und dann. Oder die hier. In Weinrot und mit weißen Streifen. Sehr schön. Die E11. Oder E42 der Deutschen Reichsbahn als ha Hannover-Modell von Brava. Aha. Aha. Das ist interessant. Ja, also wie gesagt, hier sind, stehen auch viele Sachen drin, Themen drin. Finde ich persönlich ganz sehr interessant. Auch hier wieder der Kranwagen. Der ist, glaube ich, von Rocco, ne? Ja, Rocco. Genau. Ja, sehr schön. Da gibt es so tolle Sachen. Jede Menge. Massenweise. So. Eisenbahnzeitschriften durch. Wir gucken die in Ruhe nochmal einmal an. Und lesen da einiges durch. Das ist ganz klar. Deswegen kauft man sich sowas ja. Ja, Märklin-Zeitschriften gucke ich mir auch. Also das Märklin-Magazin hole ich mir auch immer. Sobald das immer raus ist. Ja, das aktuelle Neue habe ich ja auch schon. So. So liest man denn und ja, erfährt man auch durch Zeitschriften, durchlesen. Einiges, wer was baut und wie man was baut, ne? Ist auch immer ganz interessant. Klar, kosten auch hier 7 Euro oder 7,90 € oder sowas, so eine Zeitschrift. Aber wenn da interessante Sachen drin stehen, sollte man sowas mal kaufen. So, kaufe ich auch nicht tagtäglich. Ja, also ich kaufe nicht jetzt rund um die Uhr, außer die Märklin-Zeitschrift, die kaufe ich denn, sobald immer aktuell was Neues rauskommt, immer. Habe ich denn eine aktuelle Zeitschrift denn? Ja. So. Heiß, heiß, heiß. Der wird irgendwann mal heiß hier. Mal den Dings hier wieder. Die Lampe mal hinstellen hier. So, liebe Leute. Ja. Mal gucken, was wir hier gleich noch machen. Also den Lokschuppen habe ich auch unten schon zusammengeklebt. Mal gucken, die Fenster gleich mal reinkleben. Und ja, die Fenster gleich mal reinkleben. Und eigentlich müsste ich den von innen auch noch mal bemalen, sonst sieht das beknackt aus irgendwie. Müsste ich eigentlich von innen auch noch mal Pin einstreichen, damit man das auch, ja, damit das anständig aussieht. So. Gucken. Damit. Ich war ja weg, wie gesagt. Das muss ich erstmal her. Trafos wieder anschließen. Ich ziehe die immer grundsätzlich hier raus, ne? Sicher ist sicher. Bevor hier immer wieder was kaputt geht. Ich kenne das ja. Warum geht er denn den Ding denn nicht? Och Mann, Leute. Warum geht das dann wieder nicht da? Riesenrad. Warum drehst du nicht? Ah, jetzt drehst du. Ja. Solange der wieder dreht, ist alles gut. Ja.
So, schön. Dreht wieder, läuft wieder und funktioniert wieder. So. Ja, das war das Thema Prospekte und Kataloge. Und natürlich auch die Sachen zum Basteln und Bauen hier noch. Jo. So. Ja. Gucken, wie das da hinten weiter aus fertig aussieht. Ob der Hühnerstall und sowas schon fertig ist. Ist das hart geworden? Ja, das ist fest geworden, tatsächlich. Der Boden ist fest geworden. So soll es auch sein. Gefällt mir richtig gut. Da kommen noch ein paar Hühner hin. Vielleicht auch noch ein paar Gänse hin. Mal gucken. Und dann sieht das tippitoppi aus. So. Jo. So gefällt mir das schon mal richtig gut. Ja, wieder eine kleine Bereicherung in den Anlagen Platte hier, ne? So. So ändert sich das Stück für Stück immer alles. Achso, ich wollte noch eigentlich ein paar Goldfische mal bemalen. Habe ich hier noch ein paar Fische? Ich glaube, ich habe noch hier Fische dran, genau. Dann male ich die gleich mal rot und orange hier. Denn ich möchte die ganz gerne rot und orange haben, weil kann man die besser sehen. Obwohl man die jetzt in Silber auch hier sehen kann. Aber das soll ja nachher zum Teich werden hier. Und dann passt das besser, wenn die Gold nach Goldfische aussehen. Oh, mein dummer Schaf. Mensch. Kann doch aber nicht angehen, ja. Hallo? Aha. So. Also, wie gesagt, sieht dann besser aus, wenn die dann, ja, rot und orange sind oder gelb oder wie auch immer. Die Fische, ne? Anstatt nur Silber. Aber es scheint zu funktionieren. Also, ich muss mir nicht extra vom Faller oder wie die alle heißen, von noch hier dieses Wasserzeug kaufen da. Wassergel, sondern geht auch mit diesen Window Color Farbe. Gut, was denn klar durchsichtig wird. So, das ist doch schon mal schön. Ja, gut. Jo, hier habe ich ja schon mal gebaut. Habt ihr schon gesehen? Den Vorplatz hier vom Bahnhof. Kiosk steht schon mal. Litfaßsäule hier. Mit Werbung von Dresden drauf. Säule hier. Taxisäule. Bank steht schon mal. Ascheimer steht auch schon mal. Hier habe ich auch noch mal eine Bank hingesetzt. Am Bahnhof. Und ja, gefällt mir schon mal richtig gut. So wollte ich das haben. Nicht wahr? So, machen wir hier wieder Deckel drauf, bevor hier irgendwas rumfliegt. So. Ne, das ist schon mal sehr gut, diese kleine. Mach doch mal wieder scharf, Mensch. Kann aber nicht angehen. So, diese kleine Platz hier. Eine Taxisäule, das ist die Taxisäule hier, die blaue, dann eine Litfaßsäule mit Dresden-Werbung drauf, dann hier so eine Bank hier daneben, hoffentlich könnt ihr das erkennen, und dann, ja, den kleinen Ascheimer noch, und das ist der Kiosk, so habe ich mir das vorgestellt, ich finde, das sieht ganz gut aus, gefällt mir richtig gut, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass alles da Platz findet, und das auch noch so gut aussieht, kommt hier irgendwie eine Taxe hin. So eine DDR-Taxe, so ein alter Lader oder wie die heißen. Mal gucken, ob ich sowas finde. Ja, und dann sieht das schon mal ganz gut aus, finde ich. Mensch, geh mal weg hier, du Leim. So. Ja. Hier kommt noch, glaube ich, noch mal eine Weiche rein. Doch mal noch mal eine Linksweiche kaufen. Aber die finde ich dann irgendwo auf dem Flohmarkt oder was weiß ich. Böse. Apropos Flohmarkt. Dieses Wochenende ist nochmal wieder Flohmarkt am Samstag.
wie ich das gelesen habe. Und da werde ich dann auf jeden Fall nochmal hingehen. Samstag und Sonntag ist Flohmarkt. Aber Sonntag habe ich keine Zeit, also gehen wir Samstag hin. Ja, Sonntag wird zu eng und zu. Ja. Mal gucken. Wenn wir Samstag hingehen, wenn schon beide Tage Flohmarkt ist, ist es gut. Und dann werden wir zwei Flohmärkte am selben Tag besuchen. Ja. Das werden wir schon hinkriegen. Flohmarkt, dann, da werden auch oft Blumen verkauft. Dann gucke ich gleich nach Blumen nochmal für den Garten. Hier so eins für, ja, für die Balkonkästen nochmal so ein paar Winterblumen an Heide oder sowas. Sieht da immer ganz nett aus. Wenn da gar nichts drin ist, dann sieht das immer alles so tot aus, finde ich. So. Gut. Ja. Mal schauen, ne? So sieht das schon mal ganz gut aus, wie ich mir das hier alles so vorstelle. Gefällt mir richtig gut. Von den Autos her und sowas. Oh, oh, ich kann den Kaugummi nicht mehr kauen. Schluss mit los, ich mit kauen hier. So. Den Marktplatz will ich noch mal machen. Das können wir eigentlich gleich noch mal machen. Das ist eine geile Idee. Bevor ich hier ja den kleinen Marktplatz will ich noch mal gleich machen. Also das muss ich auch noch mal unbedingt machen hier. Warte mal, so steht es nachher rum an der Kirche dran, genau. Und dann kommt hier der Brunnen in der Mitte, habe ich mir so vorgestellt. Das würde mir richtig gut gefallen, meine schönen Brunnen in der Mitte. So, mal gucken. Die Figuren nochmal gleich aufkleben. Und so weiter und so fort. Stück für Stück. Ne? Jo. Nehmen wir gleich nochmal. Das Gute ist hier, ich habe so einen Klappstuhl hier. Ja, ist so. Kann ich dann zusammenklappen und beiseite schieben. Und, naja. So. Uppala. Habe ich hier nicht noch einen Stecker gehabt? Ach da. Ich habe auch für jede Ecke hier einen Stecker, ne? Aber. So. So sieht das aus. Ja, dieser kleine Marktplatz hier, der wird ja nachher später da hinten in der Stadt stehen. Und jetzt werde ich den so ein bisschen mal hier mit Figuren. Die Frau verkauft da noch Obst oder Gemüse, ein paar Kartoffeln. Und da ist auch noch mal so eine Frau, die dann ihr Obst oder was weiß ich, Gemüse verkauft. Sieht ganz nett aus. Mal gucken, was ich denn dann noch so einen Bauern hinstelle. Ideen habe ich noch genug. Also, warte mal, ich habe doch auch noch so ein paar andere Marktstände hier. Wo haben wir denn die? Ich glaube hier drin. Wenn wir hier noch ein Zelt hinbauen. Bauen wir das Zelt hier hin. Ja, das sieht beknackt aus, oder? Das sieht doof aus, irgendwie. Kann man den Marktstand gar nicht mehr so richtig sehen oder erkennen. Ist auch blöd hier. Wenn wir da haben wir sowas hinstellt, vielleicht noch. Oh, schon wieder so unscharf hier. Warum macht er denn das immer? Manchmal habe ich das Gefühl, der will mich ärgern. So, also. Mal gucken, wie wir das hier gleich machen. Ja, wir hören jetzt mit dem Video auf. Bauen und basteln ein bisschen hier noch was.
Ja, ich glaube aber auch nicht mehr viel. Heute ist ein langer Tag gewesen. Ganzen Tag unterwegs. Aber hat sich gelohnt, ne? Wie gesagt, war schönes Wetter, muss man ausnutzen. Ja, ganzen Tag nur bei ganz bei schlechtem Wetter, wenn es ganzen Tag regnet, noch genug lange in der Bude hängen. Ja. Ja. So sieht das aus. Ja, gut. Das läuft auch wieder. Ne? Ja, also wie gesagt, die Straße habe ich jetzt schon mal alles so verspachtelt. Und ja, werde jetzt alles nach und nach geschliffen. Mal gucken, ob ich das morgen schleife. Mal sehen. Heute glaube ich nicht mehr. Nicht wirklich. So, dann werden wir hier nochmal den Marktplatz gleich nochmal ein bisschen bekleben und gestalten hier mit Figuren und hast nicht gesehen. Apropos Figuren, da hole ich mir gleich noch ein paar Figuren nochmal raus hier aus der Kiste. Und dann, ja, das wäre das ganz gut aussehen hier, wenn ich das mir hier so. Hoppala. Stell mal scharf hier, Junge. Hallo. Warum stellt ihr denn das immer so nicht? Also manchmal bist du doch Banane hier, du blöde Ding. So. Also wie gesagt, Marktplatz werde ich gleich nochmal machen. Ne? Ich mache das extra auf so eine Pappe oder ja, Platte hier, Pappe, Platte. So, dass ich das jederzeit wegnehmen kann, weil ich ja auch den Weihnachtsmarkt demnächst aufstelle. Den habe ich ja auch genauso auf so eine Platte gemacht. Und da kommt dann jeweils da, wo der Marktplatz ist, abwechselnd jetzt die Winterzeit, jetzt geht das ja wieder langsam los. Der Weihnachtsmarkt hin. So, den ich mal selber gebaut habe, zusammengebaut habe. Vom Busch, ja. So, und dann, ja. Ne, immer so ein, soll ja extra so ein Wechsel. Diorama sein, sagen wir so, Marktplatz verschwindet denn in der Winterzeit und dann kommt der Weihnachtsmarkt dahin. So habe ich mir das immer gedacht. Ich habe jetzt die Teiche, das sieht jetzt nur so komisch aus, ja, bei dem Weiß. Ich habe hier mein, ja, Window Color Farbe, kristallklar wird das nachher. Und dann sieht das nachher so aus. Da kann man auch die Fische wieder sehen. Das wird nach paar Tage oder so. Das dauert mehrere Tage, dann wäre das so durchsichtig. Dann kann man wunderbar sehen. So, ich habe jetzt hier schon mal die Teiche jetzt schon mal gemacht. Ein Frosch sogar da oben drauf gesetzt. Der soll ja auch nachher schwimmen. Einen sogar hier am Rand reingesetzt. Könnt ihr das sehen da? Da an der Ecke, ganz, ganz klein. Da. Und einer schwimmt da oben auf dem Teich. Wie ihr sehen könnt, da. Ja. Hier haben wir auch den Teich gemacht. Sind auch Fische drin. Hier ist auch noch ein Frosch auf dem Stein drauf. Da könnt ihr das sehen. Ja, klein, aber fein, ne? Kann man aber sehen. Oh. Sieht man schon. So. Kleine Frösche. Ja, klein, aber niedlich, ne? Bin aber überlegen, hier noch ein paar Schlangen hinzusetzen. Können wir mal mit den Lasercut-Dings machen hier. Kleber machen. Das ist ja auch so eine Art Leim. Wenn man denn hier so ein bisschen Leim gibt hier. Da können wir dann nochmal so eine Schlange aufkleben. Blindschleiche oder was weiß ich, ist das hier? So. Seht ihr die? Da ist diese Blindschleiche. Da ist ein bisschen grün und schwarz, habe ich die gemacht. Ja, und hier vielleicht auch noch mal eine in den Garten rein. Da ein bisschen
am Dingsen. So, ein bisschen Kleber nochmal. Ja, nicht viel, nicht doll. Das soll ja nicht schwimmen hier, die Schlange in Kleber. Upsala. Upsala. Andersrum die Schlange. Genau. Boah. Jetzt habe ich, hab ich den Frosch wieder da. Ja, es ist manchmal Fummelarbeit. Ich gebe das ja zu. Aber die Fummelarbeit lohnt sich auch. Das Ergebnis ist doch wichtig, ne? Auch egal, wie fummelig das ist hier. So. Kleb, du Schlange. Klebst du wohl? Genau. Jetzt werden wir den Frosch doch nochmal hier vernünftig raufsetzen auf den Stein. So. Bisschen Kleber. Und das ist hier so, ihr wisst schon, so ein Kleber. Warum gehört der Frosch denn eigentlich überhaupt? Könnt ihr das sehen? Mini-Frosch, ne? Ja. So. Der wird schon seinen Platz finden hier. Auf der Anlage. Auf dem Stein drauf. Kann man den sehen, den Frosch? Perfekt. Der sitzt. Was will man mehr? Die Schlange ist da unten. Seht ihr die? Ja, das, was jetzt weiß ist mit dem Leim, das sieht nachher kein Mensch mehr. Das ist durchsichtig. Nachher, so. Ja, so gefällt mir das mal. Mit den kleinen Tierchen. Ja. Hier werden wir nochmal beim Komposthaufen ein paar Ratten reinsetzen. warte mal, Komposthaufen? Fällt mir gerade ein. Ich hatte doch noch irgendwie. So ein bisschen grün gehabt. Von den Bäumen noch übrig. Habe ich das hier? Ah! Ich bin ja gut, ich bin ja gut. So. Beflockungsmaterial hier von den Bäumen. Das kann ich nämlich gut noch verwenden für den Kompost. Da werden wir den Kompost hier mal ein bisschen. So. Beflockung da rein. Hüppala, man soll auch da filmen, wo man, ja, wo man arbeitet. Dann kommt da oben noch ein bisschen Leim wieder rauf. Das sieht nachher wieso so keiner mehr. Die Beflockung ist so. Ja, also das ist ja dieses Lasercut-Leim hier. So. So, und der Rest wird dann nachher weggesaugt. So ist es ja nicht. Oder wir machen das so weg. Bisschen mit den. Ja, mit der Pinzette wieder her. So. Erstmal wieder ein bisschen hier wegmachen. Oh. Zaun ist aber auch noch nicht fest hier, richtig? Wie ich das gerade sehe. Kleben wir den noch mal ein bisschen. Boah, dann da mit den Türen da draußen wieder rum. So. Genau. Das sieht nachher wieso so keiner mehr. Das sieht jetzt erstmal im Moment nur so komisch aus. So. Komposthaufen hier und Komposthaufen da. Jetzt habe ich mal überlegt, auf den Komposthaufen, wenn wir noch ein paar Ratten draufsetzen.
Uppala, das war wohl schon zu viel wahrscheinlich. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Eine Ratte. Ja. Es war Fummelarbeit, aber das Ergebnis sieht so geil aus. Ich glaub das nicht. Guck mal her. Hat die bloß mal da drauf sitzen. Guckt das euch das mal an, ey. Das sieht doch aus wie echt hier die Ratte. Guckt das euch an. So, auf der anderen Seite noch eine Ratte. Irgendwie. So. Uppala. Ah, gut, okay, dann setz dich da hin, Ratte. So. Was haltet ihr denn davon, hä? Zwei Ratten hier. Auch ein Kompost. Den Leim nehmen wir da mal weg. So. Da ist eine Ratte. Die ihr schon sehen könnt. Da, wo ich jetzt hin zeige, hier mit den. Ja. Pinzette hier. Muss den Kram mal wieder sauber machen. Die Pinzette hier. Da. Da zeige ich euch jetzt. Da ist eine Ratte. Und da ist eine Ratte. Die da gerade am Futtern ist. Ist auch genial. So, liebe Leute, dann haben wir das auch schon mal. So. Das gefällt mir da schon mal richtig gut. Ja, die Teiche sind auch noch schon fertig. Also wie der, und hier der Frosch hier. Da zeige ich nochmal. Der schwimmt doch schon auf dem Wasser. Der andere Frosch ist da an der Seite, an der Ecke. Hier in dem Bereich, da ist der Frosch. Da ist einer, der schwimmt. So, und dann haben wir hier noch einen Frosch draufgesetzt, da auf dem Stein. Und hier noch eine Schlange. Und da, warte mal, Entschuldigung, da ist auch noch mal eine Schlange im Rasen. So, Natur pur. Und die Ratten da auf dem Komposthaufen. Ja, Gott sei Dank, fertig. So, ich muss das nur noch hier fest werden, hier der ganze Teich und ganzen Kram. Und dann durchsichtig werden. Das dauert ein paar Tage, dauert das. Bis das da richtig. Das habe ich mit dem anderen Teich da auch gedacht vorher. Da war ich. Das habe ich genauso gemacht. Wenn du Color Farbe mit dem klar Glasklar da. Na, guck mal hier. Hab ich auch zuerst gedacht, oh, das wird nie was. Die Fische werden überhaupt niemals zu sich sichtbar sein. Und tatsächlich, das funktioniert doch wunderbar. Die Fische sind gut zu sehen. Und ja, die Fische habe ich jetzt rot gemalt. Ja, roten Edding. Damit muss es gehen. So. Und dann, das reicht. So. Ja, mal gucken, wie das Endergebnis dann später aussieht, wenn das ja, getrocknet ist, immer so ein Teich. Und ich finde, die Ratten, die da sitzen da auf dem Komposthaufen, einfach zu geil. So. Also, so. Also, hier die Frösche noch. Die schwimmen. Warte mal, habe ich nicht noch so einen Frosch, der schwimmt? Dann setze ich den da auf dem anderen Teil noch. Ich finde das einfach zu geil. Eine Eidechse habe ich noch. Aber ob das gut aussieht, eine Eidechse? Warte mal, eine Eidechse können wir doch noch machen. Ja, auf den anderen Stein da hinten. Das würde ganz gut aussehen, da noch eine Eidechse hinzusetzen. Ja, ganz hauch, ganz fein einen Kleber dahin kleben. Und dann sieht das auch ganz gut aus, ja? Gar nicht so viel Kleber benutzen. So. Hüp. Schon sitzt die Eidechse hier auf dem Stein. Da. Ist das nicht genial? Der Frosch da. Die Schlange. Sieht aus wie echt, ne? So. Ja, Kleintiere
Macht so eine Anlage auch irgendwie genial, ne? Ich finde sowas genial, ne? Klar, es ist Fummelarbeit, aber mir macht das sowas Spaß, ey. Ich finde das echt irgendwie. So kleine Details finde ich immer irgendwie mega geil auf der Anlage. Auch wenn einer jetzt nicht darauf so achten würde. Viele würden da nicht drauf achten. Die würden einfach dran vorbeigehen oder sowas. Oder sagen, okay, das ist in Ordnung. Aber ich finde diese kleinen, feinen Details immer richtig mega geil. Finde ich, passt immer so, so schön auf eine Anlage. So. Ja. Mal gucken, ob die Häuschen hier auch noch Licht bekommen. Aber andererseits könnte ich die auch so lassen. Die müssen nicht unbedingt Licht bekommen. Ja, hier mit der Beleuchtung bin ich am überlegen, ob ich das morgen mache. Da unten habe ich noch eine Steckdose unter der Platte da. Ich glaube sogar eine Dreiersteckdose. Und da muss ich mal gucken, ob ich da dann nicht irgendwie noch so eine andere Steckdose ranmache mit Schalter. Knips, knips. Dass man das dann separat hier an- und ausschalten kann. Denn ich glaube nicht, dass diese Steckdose verbunden ist mit da hinten mit der Steckdose oder irgendwie auch immer. Diese wird irgendwie verbunden sein hier mit dem Licht. Glaube ich zumindest. Wissen tue ich das auch nicht. Ja. Gut, okay. Ja, ich habe die Fische so rot angemalt. Extra auf so eine Folie, ein Stück Folie hier, wohl Restfolie. Na, eigentlich na Folien Dings hier, wo ich immer vorher Sachen drin hatte. Aber das spielt keine Rolle. Besser als auf dem Tischchen malen. Wollte ich schon zuerst auf dem Tischchen malen. Jetzt habe ich hier ein, zwei rote Punkte. Aber das ist mir egal. Kommt wieso so grün nachher drauf. Aber trotzdem. Ja. So. Jetzt haben wir das auch erledigt. Kleintiere sind auch fertig. Auch schon drauf auf der Anlage hier. Noch nicht alle, ne? Keine Sorge. Ich will auch nicht zu viel machen, das sieht auch dann unmöglich aus, wenn zu viele Kleintiere auf dem Fleck sind. Soll natürlich aussehen hier wie die Ratten auf dem Misthaufen. Ne? Da kann ich die euch nochmal zeigen. Da sitzt eine. Und da sitzt eine. Ja. Und die Frösche und Schlangen hier. Einfach zu geil. Ich muss echt sagen, das macht echt Laune und Spaß, sowas zu machen. Ja, hier muss ich auch noch eine Familie finden, die am Grillen ist irgendwie. Muss ich mal gucken. Nee, habe ich noch nicht gefunden. Noch nicht mal bei Müller. Entweder sind die schon wieder ausverkauft, die Figuren. Irgendwie habe ich das in letzter Zeit das Gefühl, die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Und ich wundere mich immer, dass ich immer nichts im Laden mehr finde hier. So. Ich bin ja nicht der Einzige, der Modelleisenbahn hat. So. Naja. Ja, so, mal gucken hier. Ja, das kleine Lost Place, wie gesagt. Warte mal, da könnte ich auch nochmal ein, zwei Schlangen hinsetzen. Fällt mir gerade so ein. Das wäre auch mal nochmal eine geniale Idee, liebe Leute, wo mir das gerade so auf den Lost Place Ecke hier. Hier nochmal ein, zwei Schlangen hinsetzen. Was haltet ihr denn davon? Könnte man hier nochmal eine hinsetzen? Und vielleicht hier nochmal eine hinsetzen irgendwo. Ja, mal schauen. Aber die Idee ist genial. Also mit den kleinen Lost Place. Das ist mir richtig gut gelungen, muss ich sagen. Also mir gefällt das. Wie ihr schon sehen könnt. Ja, habe ich jetzt gerade mal vom Haus das Dach nochmal alles gealtert hier. Das gefällt mir jetzt schon wesentlich besser. Also vorher dieses helle Plastikgrau ist ja furchtbar. Also, naja, gut. So gefällt mir das schon ganz gut. Passt auch besser jetzt dahin mit den. Wenn man das altert, jetzt gleich das so ein Gebäude oder so ein Haus oder ich finde, das sieht optisch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie
besser aus oder irgendwie geiler aus. Aber das ist alles Geschmackssache. Jeder mag das so, wie er will. Der eine mag ganz gerne Häuser normal haben, vom Bausatz her, also nicht gealtert oder sowas, möchte sie nur einfach nur hinstellen. Und ich persönlich sage mir, ich möchte gerne die gealtert haben. Ich habe aber auch am Anfang eine ganze Zeit lang immer gedacht, ach nee, altern ist nicht so mein Ding und die Gebäude sollen bleiben, so wie sie sind. Ja, gewisse Gebäude bleiben auch so, wie sie sind, aber ich sag mal so, die meisten Gebäude, sage ich mal so, die ich so habe, außer hier jetzt hier so alte Lokschuppen oder was weiß ich, oder ja, den Lokschuppen will ich auch noch altern, hier später hier den Elektrolokschuppen, der hier hinkommt. Ja, wie gesagt, aber so, ich sag mal so, mit dem Bahnhof habe ich gealtert, die Häuser hier, alle gealtert hier. Oben sogar Vogelschiede drauf hier. Hä? Mach mal scharf. Danke. So, Entschuldigung, hier nochmal die weiße Punkte drauf gemacht. Das soll die Vogelschiede sein von den Störchen. Ja, so wie das auch wie das ein Original auch aussieht. So. Ja. Obwohl ich die Wassermühle hier das Dach gealtert habe, irgendwie ist es immer noch nicht so meins. Also von der Alterung her. So, vielleicht doch noch mal ein bisschen dunkler machen, dass man das hier. Ja, ich mache das extra so schwarz, dass man das hier denkt hier, das ist. Das jetzt noch ein bisschen noch mehr altert, da jetzt mit dem Dings rüber geht. So, jetzt schon mal optisch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht das noch älter aus, das Ding hier. Haus. Ja, so kann man das lassen. Ja, man muss sich da dran tasten, wie man sowas altern will oder möchte. Man muss auch ein bisschen der Natur gucken, wie das da so aussieht. Ne? Aber so gefällt mir das schon wesentlich besser. Also kommt ein bisschen dunkler jetzt vor, obwohl das in der Kamera immer noch so hell aussieht. Ne? Ja. Na gut. In der Kamera sieht das wieso immer manchmal anders aus, als wie es im Original aussieht. Ganz komisch, das ist ganz merkwürdig. Aber das gefällt mir schon mal richtig gut, das Dach jetzt. Das ist schon mal richtig schön gealtert. Jo. So kann das bleiben. So, besser als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah ja vorher ja, furchtbar hell aus. Fand ich überhaupt nicht schön. Ja. So sieht das aus, liebe Leute. Ne? Ja, die Oberleitung habe ich hier auch schon wieder angebracht. In dem Bereich schon mal wieder, ja, da hinten habe ich noch einen Mast hingesetzt, eben gerade hier so ein Oberleitungsmast, so, das ist hier auch Ende im Gelände hier, ne, in dem Sinne, so, ja, aber so gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt will ich gleich noch mal hier am Bahnsteig an den Endenkanten hier, also an den Kanten hier, hier nochmal Geländer anbringen. Und ja, dass die Leute da nicht abstürzen. So. Und dann, dass das mal vernünftig aus, auch nochmal aussieht hier. Ja. So Stück für Stück, immer alles so, ne? So, und dann, also den wollten wir eigentlich auch noch machen, hier den Marktplatz nochmal. Aber das können wir dann auch noch machen, wenn wir das Geländer fertig haben da. Jo. So, gucken hier. Ja, was wollen wir denn noch machen? Also den Marktplatz wollen wir gleich noch machen. Das machen wir aber nebenbei und dann, wir machen jetzt erstmal das Geländer. Kann das schon mal wieder trocknen hier. Ich mache das immer mit ganz gerne mit entweder mit Leim festkleben oder hier mit ja, diesen
Ja, ich nehme eigentlich ganz normalen Holzleim. Also, das sieht man dann nachher. Wieso sind nicht mehr den Holzleim? Hier, jetzt habe ich die Grasfasern. Ich habe euch ja in einem Video gezeigt, wie ich mit meinem Be Grasmaster hier meine Grasfaser mache. Und ich habe jetzt hier diese Matten hier. Wunderbar. Ja, habe ich dann hier jetzt hingelegt. Kann man gut auf der Anlage nachher verteilen hier, ne? Also mir gefällt das sehr gut. Tolle Idee. Ja. Haben bestimmt andere auch schon gemacht so. Aber ich sag mal so, ich habe das euch auch nochmal gezeigt. Wie gesagt, in einem Video habe ich das ja gezeigt, wie ich denn mit dem Grasmaster arbeite und so welche Matten mache ja, ne? Hier einmal in hellgrün. So. Und ja, ist wirklich richtig so eine Matte. Kann man denn irgendwo hinlegen oder hinkleben sogar, wer das will und möchte. Ne? Große, hier, das sind 12 mm jetzt die dunkelgrün hier. Und das sind, was waren das denn noch? 6 mm, glaube ich. Ich hole mir auch nochmal 9 mm. Ja, finde ich auch ganz schön. So kann man denn seine Anlage ein bisschen noch netter gestalten. Und, ja, wie auch immer. Ne? Jetzt könnte man jetzt hier diese Grasfasern lang nehmen, oben ein bisschen oder mit Sprühkleber oben nochmal raufsprühen. Man muss unbedingt keinen Sprühkleber nehmen. Ich habe auch schon hier Haarlack genommen, Stärke 5. Das ist kein Problem. Und dann leicht rüber sprühen. Und dann gibt es so ganz kleine Flocken, weiß, gelb, blau, rot, wie auch immer, was ihr auch immer haben wollt. Sowas ähnliches wie da jetzt, nur bei diesen Grasbüschel und dann könnt ihr da ganz vorsichtig raufstreuen, so ein paar Blüten. Und dann habt ihr so eine kleine blühende Ecke da mit Blumen da. Ne? Ja, ich finde das eine tolle Idee. So, mal gucken, wie wir hier das gleich nochmal mit den Geländer machen. Ich habe hier extra noch oh, ganze Packung hier noch mit Geländern her. Eigentlich müsste ich noch mal so welche kaufen hier. Kann man nie genug haben, so Geländer. Gerade am Bahnsteig und sowas. So. Und dann mal gucken ja, wo wir die anbringen, diese Geländer. Ja, also natürlich hier an der Kante. Da an der Kante. Und dann, ja. Sieht vielleicht sogar hier hinten in dem Bereich, wo die Bank dahinter ist und dahinter dem Schild da. Ankunft und Abfahrt. Kann man das überhaupt sehen? Machen wir scharf. Warum machst du nicht scharf? Scharf. Ah, so. Ja, dass man dann Geländer nochmal hinmacht. Machen wir gleich nochmal. Das sind so Kleinigkeiten, die mache ich nebenbei immer mal so hier, ne? Gestalten der Anlage. Finde ich ganz schön immer. Mal ein Stückchen weiter. So, da oben seht ihr meine Eichhörnchen im Baum. Öp, da, da. Ne, fleißig an der roten Buche zugange. So, ja, soll eine rote Buche sein. Fragt mich nicht warum. Eigentlich ist eine rote Buche dunkelrot, aber gut. Könnte man eigentlich noch einfärben, dass man die noch ein bisschen dunkler hinkriegt. Vielleicht habe ich auch schon überlegt. Naja. Ich sehe es nämlich auch nicht ein, für so einen Baum hier 25 Euro auszugeben. Die vom Busch und von noch und wieder sind schon, ich sage mal so, in Anführungsstrichen schon teuer genug. Gibt auch noch teure Hersteller. An Bäume und was weiß ich. Aber man muss ja nicht. Man kann, man muss nicht. So, hier diese ganze Kabellage muss ich auch nochmal. Ja. Am besten. Mal gucken, wie wir das machen. Am besten hier eine Decke ankleben, wollte ich gerade sagen. Ja, mit Klebeband machen. Oh, ein bisschen verdremeln und dann
Geht das auch? Ich wollte eigentlich ein Kabelkanal neu legen, aber hätte ich machen können. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu faul für. Da hinten das Kabel muss ich auch noch anbinden, kleben. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Das machen wir schon. Ja, also das ist ja, das sind ja noch die Kabel hier von der Windmühle. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Die dreht sich einfach nicht, die Windmühle. Das wäre echt ärgerlich, wenn die kaputt wäre. Gut, die bleibt dann trotzdem da stehen, ne? Aber ärgerlich ist es schon. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir das doch noch einmal nennen. Da wird auf jeden Fall. Ach, mach doch mal scharf. Jetzt mach. Ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir das ja doch nochmal hin mit der Windmühle. Wäre nicht schlecht, also. Und wenn, dann zeige ich das euch, wenn die sich denn wieder dreht. Ne? Jo. So. Stück für Stück. Apropos, Stück für Stück. Mal überlegen. Ich will doch den Namen da noch hinten ändern vom Bauernhof. Da müssen wir mal gleich gucken. Ob der jetzt wieder anzukriegen. Naja, gut. Ruhe. So. Ab und zu mal geht das einen auf den Keks. Zum Glück kann man einen Knopfdruck ausstellen und dann dreht sich das nicht mehr. Ja, nun ist es richtig ruhig hier. Ja, so, liebe Leute. Ja, dann haben wir die Lok auch schon mal programmiert. Ja, ich habe noch ein, zwei gewisse oder drei gewisse Loks, die ich noch nicht programmiert habe. Oder habe ich jetzt schon alle? Den Schienenbus habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das Geile ist, du stellst die Lok rauf, drückst auf Erkennen, so, der lädt das hoch, erkennt die sofort, schwuppdiwupps, kannst losfahren. Kannst einprogrammieren, wie die Lok heißen soll in diesem Steuergerät. Ne? Also das ist irgendwie, die heißt jetzt E-Lok E41. Ja. Und also schon genial. Ne? Gut, liebe Leute, ich verabschiede mich. Macht das gut. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ich zeige euch hier auch nochmal das, wenn das Gelände fertig ist, ja, wie ich das jetzt gemacht habe, denn ja, am Bahnhof, dass die Leute da nicht an der Seite vom Bahnsteig da auch runterfallen. Ne, muss ja nicht sein. So. Und dann mal gucken, wie wir hier nochmal weitermachen. Also den da hinten, den Bahnhofsnamen noch ändern. Gucken, ob wir die, ja, die Dinger noch gleich finden. Wie spät haben wir das? Schon wieder 11:30 gleich schon wieder. Meine Güte, die Zeit, die rennt. So. Hier sind nochmal ein paar Schafe. Könnt ihr die sehen? Schäfer und Schäferhund. Ja, finde ich auch immer ganz schön. So, gut. Ich sag mal hin. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Bleibt gesund. Und dann tschüss, tschüss. Bis dann.